Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind bei Super Mario 64 und gehen in die Regenbogenraserei. Uns fehlt noch der sechste Stern. Im Zuge des sechsten Sternes werden wir jetzt aber auch uns an die 100 Münzen ranwagen, denn wir müssen sowieso noch zum Bob um. Der ist an einer ganz anderen Stelle wie der sechste Stern. Und da wir dann sowieso schon rumkommen, können wir auch einfach eben diesen letzten, beziehungsweise die 100 Münzen einsammeln. So, jetzt müssen wir uns hier kurz ein bisschen vor dem Feuer schützen, sehr gut, und den Teppich natürlich nicht verlieren, weil so ein Teppich spawnt hat, despawnt natürlich, wenn man so lange nicht auf ihm drauf war. Das war jetzt doof von mir. Ich weiß selber nicht so genau, warum ich das gemacht habe. Naja, egal. Ich dachte, ja, Entfernung einschätzen, da habe ich einfach ein bisschen, ne? Also eigentlich habe ich damit kein Problem, glaube ich. Aber das war, sah jetzt halt einfach irgendwie so aus, als würde ich da drüber kommen. Naja. Gut, haben wir eine Minute verloren, ist nicht so schlimm, jetzt schaffen wir das schon. Was bleibt uns sonst noch so zu sagen? Ja. Ich bin gespannt, ob die 100 Münzen schwierig sind hier. Es wurde mir schon was angedeutet, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht auch einfach nur, ja, Unterschätzung meiner unglaublichen Skills war. Ja, das muss man einfach auch mal ganz klar dazu sagen. So. Wow, das war so knapp. Jetzt warten wir einfach. Wir fahren einfach bis zum Ende. Ich habe kurz überlegt, ob ich wieder einen Weitsprung ansetzen soll, aber nee, lassen wir. So, den Lakito würde ich gern kaputt machen. Der gibt zum einen auch Münzen, zum anderen, ja, sehr gut. Nervt er auch nur. Nein, oh Mann, jetzt habe ich zwei Münzen verpasst. Egal, ich hoffe einfach, das ist nicht ganz so schlimm. So, jetzt ist die ganz große Frage, wie geht man hier systematisch vor? Ich meine, da sind die 8 roten Münzen, die werden wir uns natürlich auch holen. Da hinten bei den Pyramiden waren, glaube ich, keine Münzen. Hier werden aber Münzen gewesen sein. Wir gehen erstmal hier hin. Da unten ist auch dieses Viech. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie das hier ausschaut. Da ist auf jeden Fall auch ein Goomba. Das ist gut jetzt nicht unbedingt. Ah, fuck. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Haben wir eine Münze wieder verloren, aber ist jetzt egal. Ist es egal. Es gibt auch noch einen blauen Münzenschalter, aber ich weiß nicht mehr genau, wie viele Münzen da erscheinen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt da sogar nur eine bei dem blauen Münzenschalter. Das wäre natürlich nicht so geil. Wir haben schon 33 Münzen, damit ist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen was gemacht. 38. Ah, ich bin mir so unsicher einfach. Oh, da sind auch zwei Münzen. Okay. Ich hatte so eine Angst. Waren jetzt da hinten auch Münzen drauf? Ich glaube schon, oder? Wir gucken erstmal hier. Ja, da oben sind noch welche. Ah, die 100 Münzen, ne? So ein kleines. Die 100 Münzen haben ja schon hier so ein bisschen Tradition in diesem Let's Play. Dass sie einfach immer irgendwie schief gingen. Hier haben wir jetzt auch schon wieder einen Fail. Gut, der war jetzt. Okay, hier sind tatsächlich auch Münzen. So, und jetzt muss ich wieder ohne zu sterben irgendwie zurückkommen. Das heißt, ich springe mal hier runter. Oder wir fahren. Die spawnen die eigentlich irgendwann? Oder gehen die ewig. Ja, gut, ist jetzt hier kaputt gegangen. Ich würde gerne hier nochmal runter. Kann ich hier einfach runterspringen jetzt? Ich glaube schon. Ja. Okay, hier sind keine Münzen, aber hier ist ein extra Leben. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das kann sicher nicht schaden. So, die Hälfte haben wir schon mal. Jetzt müssen wir noch die 8 roten Münzen einsammeln. Das sollte relativ schnell gehen. Die sind ja alle da an einem Fleck. Also das ist jetzt wirklich nicht so das Problem. Dann müssen wir den Bob-Omb finden und die Kanone aufmachen. Ja, und dann müssten wir uns prinzipiell schon auf den Weg nach oben machen. Ich weiß ja nicht, ob. Wir müssen ja zum Geisterschiff, ne? Das bedeutet.
Naja, aber man muss sich ja für irgendeine Seite entscheiden, glaube ich. Also, wisst ihr, was ich meine? Da oben gibt es ja zwei Richtungen. Einmal zum Geisterschiff und einmal hier in die Richtung. In das Haus da. In dem Haus sind aber keine Münzen, oder? Oder nicht so viele. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass das nicht Pflicht ist, da reinzugehen, um da die 100 Münzen zu bekommen. Weil dann haben wir nämlich ein Problem. Ja, spring einfach runter, Bob-Omb, Alter. Was ist denn mit dir? Hallo? Warum ignorieren die mich? Das kann nicht wahr sein. Ist der da hinten vielleicht... Ja, der müsste jetzt mal neu spawnen. Okay, jetzt sind hier die blauen Münzen. Ich habe natürlich Angst, dass ich die jetzt verkacke. Okay, hier müssen noch irgendwo blaue Münzen sein. Nein! Nein! Da war noch... Fuck! Da waren noch mindestens zwei. Oh nein, wieso bin ich denn da so schräg geworden? Oh Mann. Fuck, das ist schwierig. Das ist, Oh. Fuck, Mann. Das ist doch so einfach prinzipiell. Oh, Mann, das... Jetzt bin ich halt... Ich hoffe, dass ich die nicht brauchte. Ich hoffe, dass es jetzt trotzdem noch funktioniert. Oh, Mann, das ist doch unfair. Mann, das nervt mich jetzt. Das wären locker 10 Münzen gewesen. Wahrscheinlich sogar mehr. Ja, komm, lass mich in Ruhe, ey. Nee, ich will ja hier nochmal... Oder ist da irgendwo ein Eingang, wenn ich da runter... Ich hoffe, das Ding tötet mich jetzt nicht. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das Ding hier runterfährt. Okay. Sammeln wir erstmal die 8 roten Münzen nochmal ein. Es ist, ja... Leichter gesagt als getan. Nein. Oh Mann, ey. Ach, Alter. Willst du mich verarschen? Okay, danke schön. So, der Fleck, der da ist, ist nur dieses komische Feuerding. Oh ja. Wahrscheinlich schon. Also, das heißt wahrscheinlich, ja, hundertprozentig war es das. Vier. Wir müssen weiter runter, glaube ich. Da ist Nummer 5. Hier könnte Nummer 6 noch irgendwo sein, oder? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Oh, Alter, die Steuerung. Oh, die Steuerung. Nee, hier ist keine rote Münze mehr. Gut, dann gehen wir hier runter. So. Dann mit einem Weitsprung darüber. Hat geklappt. Wo sind die anderen drei roten Münzen? Hier unten nicht. Ich muss niesen. Nicht niesen. Komm ja auch. Mir fehlen noch drei rote Münzen. Das kann jetzt nicht sein. Wo sind die denn? Ach, da. Okay. Das ist natürlich gut, dass man mit dem Startknopf, beziehungsweise mit dem Pausebildschirm, das einfach mal überprüfen kann. Hier müssen wir hoch. Okay. Au. Dankeschön. Oh Mann, die Steuerung, die tötet mich. Mario, mach einen Wandsprung. Oder halt dich da. Du bist doch bekloppt, der ist doch, hat doch nicht mehr alle Tasten inne. Ne, der hat nicht mehr alle Tasten inne. Kann ich euch aber sagen. Alter Mario, bitte, warum machst du denn jetzt hier so einen Bitch-Move? Ja, ich will einfach da hoch. Nein! Wandsprung, Dankeschön. Alter. Also, ohne zu nerven geht's auch nicht. Jetzt haben wir alle 8 Münzen. Guck mal, wenn wir jetzt noch die blauen Münzen da oben, ich weiß nicht, wie viele da noch gewesen. Stell mal vor, da wären noch 3 gewesen. Dann wären wir jetzt schon bei 90. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt noch genug Münzen haben. Ja, so rein prinzipiell. So.
Ich hoffe einfach, dass ich jetzt noch irgendwo 25 Münzen finde. Das hört sich nämlich nach relativ viel an. Sonst muss ich es tatsächlich nochmal machen. Einfach nur, weil ich die blauen Münzen verkackt habe. Ey, und hört hier gerade jemand Musik? Oder warum bollert das auf einmal hier so? Keine Ahnung. So, da ist eine Münze einsammeln. Wir dürfen jetzt keine Münze mehr verpassen. Eine Münze, yes! Da ist noch eine Münze. Noch 24. Noch 24 Münzen. 24 Münzen. Ich hoffe, dass hier irgendwo noch Münzen sind. In dem Haus müssten auch noch Münzen sein. Komme ich nochmal irgendwie... Ich muss mal gucken, ob ich nochmal irgendwann dann zu dieser Kreuzung komme. Dass ich nochmal ins Haus fliegen kann. Oder ich fliege erst ins Haus. Aber ich weiß halt auch nicht, vielleicht sind auf dem Geister... Oder auf dem... Was heißt hier Geisterschiff? Auf dem Schiff auch genug Münzen. Oh, ich bin mir nicht sicher, was soll ich jetzt machen? Da sind Münzen. Wow, fuck. Oh, oh. Nein, nein. Nein, nein, ja. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Oh, meine Hände sind so schwitzig. Das war jetzt hier purer, ne? Purer Nicht-Skill. Oh, das war knapp. Habe ich fast gedacht, das Feuer hätte mich getroffen. Krass, da waren Münzen. Ja, jetzt ist halt die große Frage, sind da noch mehr Münzen? Hauptsache Mario wurde eingequetscht, habt ihr das gesehen? So, jetzt müssen wir hier irgendwie drüber kommen. Ohne runterzufallen! Nein! Nein! Oh Mann! Ah, weißt du... Mann! Ja, ist ja kein Ding. 12 Minuten Part und noch nichts geschafft. Das feiern die Leute. Ja, ich bin der Größte, danke, ich weiß. Cornel vor Gronk. Cornel vor Gronk, ja. Ja, komm, fick dich. Cornel vor Gronk ist voll der Cornel vor Präsident-Witz. Ach, lustig, ey. Ich könnte mich jetzt aufregen und so, ne? Aber komm, was soll's? Wozu das Ganze? Ist doch alles nicht so schlimm. Ich gehe jetzt sofort zu den blauen Münzen und wenn ich die nicht schaffe, dann sage ich, fickt euch und töte mich. Mann, ey! Das kann doch nicht sein! Ich meine, euch, Mann! So ein Dumm, ja, Alter, du bist auch so ein Held, ey. Wow, Alter, wenn du da runtergefallen wärst, Mario, ich hätte dich einfach nur kastriert und hätte Peach selber entführt, weißt du? Hätte sie geschwängert und hätte dann das Kind Mario, oder nee, ich hätte das Kind Luigi genannt. Ich mach mit Peach ein Kind und nenn's Luigi, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Kann man irgendwas Schlimmeres machen, als mit der großen Liebe seines Bruders ein Kind zu zeugen und es nach seinem Bruder zu benennen? Ich glaube, das ist so das Schlimmste, was man machen kann. Also ich persönlich finde die Vorstellung gerade ein bisschen scheiße. Nein, 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 fickt euch doch ins Knie! Soll ich jetzt noch Game Over gehen oder was? Ich habe ja auch so viel Zeit. Komm, was soll's? Ich habe doch kein Leben mehr. Also ich habe noch ein Leben, aber... Ich habe doch kein Leben. Weißt du, das ist Game Over gehen ist ja prinzipiell nicht schlimm, aber dann muss ich wieder da hochlaufen und so. Und ich würde gerne in diesem Part noch einen Stern holen. Das schaut doch eh wieder keiner außer Wollo. Ja, der lacht mich wieder aus. Und der Rest? Hm, was ist denn mit euch? Ihr habt doch alle schon abgeschalten. Sagt dann, der Cornel, das ist so ein schlechter Let's Player. Der macht immer nur Fails und kann nichts. Und das macht mich auch traurig. Ja, das tut mir auch ein bisschen weh. Aber ihr denkt ja nur an euch. Wenn du jetzt despawnst. Der hätte jetzt einfach despawnen müssen in dem Moment, wo ich auf ihn springen will. Ich glaube, dann wäre ich in den nächsten Teppichladen gefahren und hätte da Teppiche kaputt gemacht. Einfach nur aus Rache. So.
So, wäre jetzt voll nett, wenn ich jetzt hier vielleicht mal rüberkommen würde. Danke. Fick dich. Ich hätte gern die Münze, Alter, wenn die jetzt noch runtergefallen wäre, aber. So, blauer Münzenschalter. Alter, wieso? Guck mal, warum ist das passiert? Das weißt du selber nicht so genau, oder? Ja, so muss ich da hoch, bitte. Oh, ich glaube, es tat ihm weh. Guck mal, wie viele... Was? Habt ihr gesehen, wie viele blaue Münzen das sind? Wie soll ich die denn alle einsammeln? Das geht doch nicht. Das können die doch nicht machen. Och Mann, ich wollte nicht so darunter springen. Das können die doch nicht machen. Ja, das Ding ist halt, ich kann mich jetzt nicht einfach töten, weil ich habe ja keine Leben. Ach komm, fick drauf, ey. Fick drauf, es bringt ja nichts. Das mache ich jetzt so lange, bis ich da die blauen Münzen bekomme. Kann man die alle einsammeln oder ist das auch einfach so vom zeittechnischen Management her schlecht? Ach, das nullte Leben gilt auch noch. Ja, das freut mich jetzt. Danke. Dankeschön. Da diese quasi, jetzt geht's mir besser. Krass, ey. Es ist jetzt die große Frage, wenn ich hier rüber springe, komme ich nochmal irgendwie hier hin an den Anfang? Ja, doch, von da müsste ich hier drauf kommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann springe ich nämlich jetzt hier rüber. Weil, ne, was soll ich jetzt hier mich überhaupt noch lange aufhalten? Das Wichtigste ist, diese blauen Münzen einzusammeln. Da sind ja so viele, habt ihr das gesehen? Das sind ja bestimmt... Ja, ne, da hätte ich ja den... Wenn ich die alle bekommen hätte gerade, hätte ich das ja schon... Hätte ich ja schon alle Münzen gehabt. Ja gut, die Bomben mache ich jetzt hier eben, weil... Ne? Und so... Ja, und jetzt ist halt auch die Frage, wie ich das jetzt hier anstellen soll. Ich muss dann hier hinlaufen und muss dann hier einfach hoch. Und dann muss ich hier irgendwie so entlang laufen. Boah, fuck, Alter. Ich würde jetzt so gerne hier ein Safe State machen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Gut, Cornel, du bist der beste Spieler auf der Welt. Oh, wenn ich den, wenn ich das so am Anfang direkt hinbekommen hätte, oh, dann wäre es prinzipiell gut gewesen. So, ich würde sagen, kann man sowas machen? Kann man einen Part hochladen, wo man nicht schafft und Game Over geht? Ich denke schon. Ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Ich werde wieder hoch zum Level laufen und dann probieren wir das im nächsten Part nochmal.